Yo Leute, Crimex hier und heute gibt's mal wieder eine neue Episode der Friday's Dun Show und um genau zu sein, nun schon die 17. Episode der Friday's Dun Show und ja, ich weiß Leute, es kam jetzt 2 Wochen lang keine Friday's Dun Show, weil ich krank war und keine Ahnung, irgendwas ist noch dazwischen gekommen, aber dafür gibt es heute eine Special Edition der Friday's Dun Show, denn heute gibt es nicht 5 Stunts, sondern heute gibt es eine Top 10 Friday's Dun Show, also mit 10 eingesendeten Stunts und diese sind auf jeden Fall wieder richtig krass und deswegen smasht auf jeden Fall den Like-Button für mehr Friday Stunt Show Videos und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach direkt mal mit Platz Nummer 10 für diese Woche. Platz Nummer 10 wurde eingeschickt von Leo LP und er macht hier einen klassischen C-Type Cheetah Bounce. Er dreht sich hier noch ein paar Mal in der Luft und landet das Teil ziemlich schön hier auf diesem Vorsprung von dem Hochhaus. Auf jeden Fall ein schöner Einstieg in diese Friday Stunt Show. Platz Nummer 9 wurde eingeschickt von Nico BMX und er sammelt hier am Anfang erstmal richtig viele Booster ein, aber der Stunt wird jetzt trotzdem richtig gut. Er fährt hier an diesen Berg hoch und gleitet hier wirklich übelst lang und landet das Teil einfach in diesen Parkhaus hin, also ein wirklich schöner Stunt, nur leider ein paar Abzüge, weil er eben dafür so viele Booster benutzt, jedoch trotzdem ein richtig schöner Stunt und deswegen ein wirklich verdienter Platz Nummer 9 in dieser Friday Stunt Show. Der Stunter auf Platz Nummer 8 trägt den Namen Yellow und er nutzt hier diesen kleinen Treppenaufstieg zum Absprung und gleitet hier richtig schön lang mit seinem Motorrad und landet das Teil hier auf dem Hochhaus. Ein wirklich schöner Platz Nummer 8 für diese Woche. Platz Nummer 7 wurde eingeschickt von Deadline. Er nutzt hier diese Treppe zum Absprung und springt hier einfach auf dieses bunte Teil in der Mitte der Karte. Keine Ahnung, was das sein soll. Auf jeden Fall gar nicht mal so ein einfacher Stunt und ein wirklich schöner Platz Nummer 7 für diese Woche. Auf Platz Nummer 6 haben wir endlich mal einen Autostunt und dieser wurde eingeschickt von Previous. Er macht das Ganze hier mit Michael im Singleplayer-Modus und mit einem Adder. Er nutzt hier zum Absprung diesen Hügel ab und gleitet hier wirklich übelst schön lange auf diese Silos. Also ein wirklich schöner Autostunt und ein verdienter Platz Nummer 6. In der goldenen Mitte befindet sich Linex und er macht hier wirklich einen richtig geilen Chat-Stunt. Er macht hier einen Reverse-Side-Backflip und gönnt euch das Ganze einfach mal. Wirklich keine Ahnung, wie man sowas mit einem Chat schaffen kann. Es sieht auf jeden Fall richtig schwer aus und es sieht auf jeden Fall auch so aus, als wäre er dafür einige Male gegen die Brücke dagegen geflogen und somit ein wirklich schöner und verdienter Platz Nummer 5. Platz Nummer 4 wurde eingeschickt von Outbrox und er ist hier natürlich mal wieder auf dem BMX unterwegs, wie man ihn kennt. Und ja Leute, was soll ich dazu noch sagen? Outbrox ist für mich einfach einer der besten BMX-Stunter, die GTA 5 Szene sofort zu weisen haben. Und er grindet hier einfach über jedes Rail, springt einfach weiter und grindet weiter. Was soll man dazu noch sagen? Also ein wirklich verdienter Platz Nummer 4 für diese Woche. Und nun kommen wir auch schon zu den Top 3 Stunts von dieser Friday Stunt Show. Und Platz Nummer 3 wurde eingeschickt von Vaporizer und er macht hier einen wirklich schönen Präzisionsstunt. Leute, gönnt euch einfach, er fährt hier mit seinem Motorrad gegen diese Barrikade und gleitet hier erstmal richtig schön lang, dreht sich in der Luft sogar noch ein bisschen und jetzt schaut, wo er drauf landet. Also ein wirklich schöner Präzisionsstunt und ein wirklich schöner Platz Nummer 3 für diese Woche. Was wäre eine Friday Stunt Show ohne Network Gate? Dieser ist natürlich auch diese Woche mit am Start und man kann wirklich sagen, dass Network Gate so eine richtige Friday Stunt Show Legende ist, weil er wirklich schon so oft dabei war, aber mit Recht Leute, gönnt euch einfach diesen Stunt, lehnt euch zurück, er hat es wirklich einfach drauf, muss man einfach sagen, er fährt hier wirklich mit übelst hoher Geschwindigkeit an diesen Busch dran, macht hier zunächst einen Double Bounce an dieses Haus und gleitet dann noch ein Stück weiter und landet das Teil einfach richtig schön auf diesem Hochhaus, also wirklich ein richtig schöner und verdienter Platz Nummer 2 für diese Woche. Platz Nummer 1 wurde eingesendet von Mess Gaming und ihr habt es gerade schon gesehen, ein wirklich verdammt geiler Stunt, ein wirklich richtig schöner Präzisionsstunt hier in diese Röhre rein. Er nutzt zum Absprung einfach nur diesen kleinen Hügel und macht auf dem Weg noch einen übelst schönen langen Airglide, dreht sich sogar noch ein bisschen in der Luft ein und macht dann einfach diesen übelsten Präzisionsstunt in diese Röhre rein. Ich komme gerade gar nicht mehr klar, ein wirklich so verdammt geiler Platz Nummer 1 und ich werde euch das Ganze jetzt einfach immer mal wieder hier im Hintergrund abspielen lassen, da der Stunt an sich nicht so lang ist und da er, also Mess Gaming aus den Niederlanden
kommt auch nochmal auf Englisch. Congratulations for first place in my Friday Stunt Show and a very awesome stunt and well done. War relativ lustig, denn zu diesem Stunt gibt's noch eine kleine Geschichte. Er hat das Ganze mir versucht auf Deutsch zu schreiben, hat das Ganze mit Google Übersetzer gemacht und das merkt man einfach immer so ein bisschen beim Übersetzen. Natürlich richtig schön viele Rechtschreibfehler und sowas drin, aber war egal, ich hab's verstanden. Er muss ja auch kein Deutsch können, er kann richtig gut stunten und deswegen ein wirklich verdienter und schöner Platz Nummer 1. Und ich bin jetzt an der Stelle einfach mal raus. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr mir selbst auch einen Stunt einsenden wollt, dann wisst ihr natürlich, was zu tun ist. Schaut einfach mal in die Videobeschreibung, dort steht alles. Und Leute, smasht wirklich auf den Like-Button ein für diese abartig geile Stunt-Show. Wir hatten heute Top 10 Stunts und ja, wenn ihr auf jeden Fall wollt, dass die Friday Stunt-Show weitergeht, dann wisst ihr auf jeden Fall, was zu tun ist. Ich bin jetzt an der Stelle einfach mal raus. Bis dahin, haut rein Leute, euer Crimex und noch einen guten Start ins Wochenende. Ciao.